Ja, nach diesem erfolgreichen Spiel gegen Leverkusen können wir uns jetzt einfach zurücklehnen, die Saison ausklingen lassen. Und das macht Pat. Richtig. Ich würde mal sagen, bevor wir uns um die Leute kümmern, lassen wir einfach die Saison jetzt komplett auslaufen und machen es danach, oder? Ja. Right? Gut. Nein, nee, Bullshit. Nee. Bullshit? Mhm. Bullshit, okay. Mhm. Ich habe gehört, das ist Bullshit, also machen wir das nicht so. Genau. Ja. Die Ranglisten kann man sich ja ansehen, wer möchte. Uns interessieren sie jetzt nicht so sonderlich. Also mich haben sie interessiert, du hast ja, ja? einfach geklickt. Ja. Alles klar. Martin Behrens, oh mein Gott, unser Starspieler möchte weggehen, beziehungsweise ein Verein möchte ihn. Soll eine Sekretärin einen Termin in einem netten kleinen Restaurant mit ihm vereinbaren? Von mir aus, also. Ich zauber nicht nach, wenn er jetzt weg ist. Hallo Martin Behrens, entschuldige mal. Mal ganz ehrlich. Ja. Das ist unser wichtigster Spieler hier beim PSG Dortmund. Okay. Okay. Okay, Oh, die bieten sogar null? Okay. Nee, das nehme ich an. Nee. Warum denn? Wir hätten noch mindestens 10 rausholen können. Meinst du? Dann wäre wenigstens das Restaurant umsonst gewesen. Mhm. Wir haben eigentlich eine Sekretärin. Woher? Das wusste ich nicht. Das ist, René. Ach so, okay. Oder auch eine ehrenamtliche Tosse. Okay. Ich muss mal wieder mit dem Sprack kommen. Das können wir gleich tun. Ewige Tabelle, europäische Teams. Ja. Sternchen, Clap, Sternchen. So, jetzt mal. Backen. Ja, Sonntag. Künsche. So, der Typ wechselt. Herzlichen Glückwunsch. Klasse, klasse. Jugendtrainer schmeißt Spieler raus. Okay. Geiler Jugendtrainer. René. Oh, wir können mit ihm quatschen, unglaublich. Oh, erstmal der High-Attack. Yes! Ja! I did it! Yeah! Oh, die Hochzeitsglocken, diese geile Musik. Und guck, sie werden sogar noch heute heiraten, am gleichen Tag. Ja. Möchtest du mich heiraten? Ja, noch heute. Right now. Klasse, bin super. Danel. Ja. Wahnsinn. Und jetzt nur noch Kinder. Kinder, ja, das könnte problematisch werden. Wieso? Wieso? Ja, vielleicht klappt es ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Haben wir auch das endlich gepackt? Nach 20.000 Absagen möchte er jetzt heiraten. Jetzt sind sie for immer zusammen. Bruce hätte jetzt eigentlich sagen müssen, nein, diesmal möchte ich nicht. René, möchtest du mich heiraten? Ja! Nein, diesmal möchte ich nicht. Aber du hast mir noch den Heiratsantrag gemacht. Ja, das geht ums Prinzip. Ich muss auch mal abfragen. So. Fußball des Monats ist Shinji Kagawa. Und damit sollte eigentlich die Saison jetzt enden. Unser Jugendtrainer, sein Vertrag läuft aus. Wollen wir das zulassen? Nein, wollen wir nicht behandeln. Oh, er ist nicht interessiert. Er möchte sich nach einem besseren Verein umschauen. Was soll das heißen? Oliver Kamps hat es natürlich auch. Er muss die Karriereleiter hinaufsteigen. Ja, und der Mannschaftsarzt, Dito. Also, nee. Das kann ich nicht verstehen, du. Ist denn ein Jugendtrainer so wichtig? Juckt uns unsere Jugend überhaupt? Nee, überhaupt nicht. Juckt uns ein Mannschaftsarzt? Auch nicht, ja? Ja, auch nicht. Wofür? Ja. Co-Trainer. Wir sollen uns lieber um Merchandise-Angestellten kümmern. Genau. Das ist important stuff. Felix Grote könnte der nächste Manuel Thompson werden. Also, in anderen Worten, ein Opfer. Ein Bankdrücker wird er also. Super Aussichten für den Mann. Ja. Jetzt müssen wir noch den einen Monat schnell simulieren. Ja, aber mit Training und mit Leute sprechen und so. Auch wenn die im Urlaub sind, ich möchte, dass du sie anrufst. Okay. So, hallo, I grew up at the gun. Wie geht es dir? Du hast gut trainiert. Im Urlaub. Ich bin ja auf den Malediven und möchte meine Ruhe vom Urlaub haben. Ja, aber es ist trotzdem stark. Ja, genau.
Kevin Samide ruft da auch an. Kevin, Kevin, ich habe gehört, du bist wieder auf der Intensivstation. Auf den Malediven, ja? Ja. Ja. Confederations Cup findet jetzt statt. Deutschland wurde ja Europameister, nachdem sie uns im EM-Finale auseinandergenommen haben. Vielleicht gewinnen sie auch die Mini-WM. War das nicht super duper? Glaubst du nicht? Nee. Wer gewinnt denn sonst? Österreich. Okay. Wir sind auch dabei, ganz klar. Mhm, klar, also als EM-Zweiter. Ja. Und es steht die Frage, ob wir uns mal für die WM qualifizieren, also bitte. Ja, momentan sieht's nicht allzu gut aus, aber auch nicht allzu schlecht, ne? Wir müssen halt ein paar Spielchen noch gewinnen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wer uns am meisten verfolgt. Ich glaube, die waren es die Griechen oder die Serben? Keine Ahnung. Möchte ich den Vertrag verlängern? Derzeit nicht. Schau mal kurz. Was? Okay. Na, ich kann sie ja hier auch noch machen, aber der Typ ist eh 32. Ja. Ach, deswegen, ja, deswegen wollen wir ihn ziehen lassen. Ja, ich bin nicht mehr so ganz on air. Ich merk's. Du machst nie deine Hausaufgaben. Ja, echt. Du hast dich natürlich jetzt gerade 2 Stunden vorher erstmal hingesetzt, die letzten 50 Parts mal angeschaut. Ja, natürlich. Um zu wissen, das mache ich immer. Ja, klar. Ja. Ihnen gehört die Zukunft. Du, 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 du. Rassoi. So, 2 Wochen noch, dann ist diese Saison passé und dann können wir uns mal nach neuen Spielern umsehen und wieder einen auf Felix Magath machen. Schon irgendwelche Ideen, auf welche Position wir uns verstärken wollen? Richtig, deswegen wollte ich ganz kurz. Ja. Bevor wir die neue. Deutschland gewonnen! Yes! Ja, hab ich doch gesagt. Genau. Ja, du wolltest kurz. Dass du kurz mal den Herrn Teammanagement aufmachst. Okay. Das lässt sich einrichten. Ja, aber nur heute. Okay. Nur heute. Ja. So. Der Torwart gefällt mir überhaupt nicht mit 68. Rechtes Mittelfeld hätte ich gerne ein, weil der wird sich nicht mehr so wirklich erholen, der Mainka, außerdem ist er schon 30. Ja, oder linkes Mittelfeld. Oder linkes, genau, ja. Linker Verteidiger. Ja. Rizzi ist, glaube ich, in der schlechten Form, oder? Oder hat er wirklich abgebaut? Ja, der hat eine Form von 10. Naja. Wir wollten eigentlich ja eh gucken, ja. Wie so die Durchschnittsstärke so eines Teams ist in der dritten Liga, dass wir uns ja wenigstens ein bisschen etablieren. Ich denke mal, sonst sind wir recht gut aufgestellt. Hä? Wir könnten ja vielleicht. Warte mal, ich guck mal, wie die hier so durchschnittlich sind. Heidenheim ist jetzt zum Beispiel aufgestiegen, die hatten eine Stärke von 688, waren drittstärkste. Aachen war erst mit. Okay, Aachen, ja klar, da können wir eh keinen Vergleich mitziehen. Ne? Ja. Genau. Wer ist denn jetzt Zweiter? Rostock, also wirklich so um die 690 circa. Was haben wir? Ja, das werden wir gleich sehen. Wir haben 662, also gar nicht mal so schlecht. Gut, also wenn wir uns dann wirklich in der linken Verteidigung. Ja. Im defensiven Mittelfeld. Ohne Mittelfeld. Links oder und, rechts. Entweder links oder rechts. Ja. Verbessern. Ich denke mal, das ist dann machbar. Geh mal auf den Kevin. Der ja wirklich nur noch eine Stärke von 59 hat. Mann. Da könnte man ja vielleicht sogar beides holen, denn er gefällt mir nicht und. Was? Was? What the fuck? Ja, gerade gekauft und da war wieder weg. Eine Alternative für die Innenverteidigung vielleicht, weil ich meine, wir haben jetzt Kretschmer mit 51, Schobel mit 50 und das gleiche vielleicht auch für den Sturm, weil wir haben nur Thompson mit 53 und Stütz mit 51. Also, ja, wir müssen ja eh, da haben wir jetzt gar nicht dran gedacht, dass wir ja eh Europa spielen. What the fuck? Ja eh Tatsache. Alternativen auch. Ja. Vor allem fürs für den Sturm. Mhm. Und eventuell, dass wir dann mit Kevin Samide halt noch einen anderen haben, der alternativ halt spielen kann. Ja. Ich sehe schon den Kontostand dahin schmelzen. Ja, war gut, aber ich denke mal, wenn wir Strobel abhauen lassen, ne? Ja. Daniel Pancia wechselt ablösefrei. Da, so ist das.
Jo. Haben wir einiges zu tun. Wir haben es echt geschafft. Bin mal gespannt, ja, wie weit wir in der Euroleague kommen. Den ganzen Kalender einstellen. Ja, der typische Wisch halt am Anfang. Aber das wollt ihr euch natürlich nicht entgehen lassen, diese spannenden Part. Absolut. Meinst du, wir gewinnen die Euroleague? Ja, klar. Klar, ne? Ja, natürlich. Kaminski, aber ach, den hätte ich gerne als Alternative. Dann auf der Bank. Ach so. Ja, das ist natürlich... Also ich will nicht ziehen lassen, ganz ehrlich nicht. Na, für 5.000 ist natürlich auch... Ja. Lächerlich. Warte mal. Transferstatus, wo ist denn bitte nochmal? Da. Hat einen Marktwert von tatsächlich nur 5.000, okay. Ja, aber dann haben wir nur Wievering und der hat irgendwas mit 47, also von daher behalten wir den erstmal. Ja, weg. Für 209.000 kann er gehen. Ja, auf jeden Fall. Gerne sogar. Oh, oh, oh. Wie schon gesagt, der Kontostand wird schmelzen. Wir haben auch keinen Bonus gekriegt dafür, dass wir den DFB-Pokal gewonnen haben. Nee, wollten sie nicht. Nichts für gekriegt. Hat sich der DFB gedacht, nee. Nein, die nicht. Nee, Pinky, nee. Nee. Oh, das Fußballquiz erwartet uns noch. Oh yeah. Ich weiß gar nicht, wie wir im letzten Saison abgeschnitten haben. Weißt du das noch? Da bin ich nachher so rausgeflogen. Kann sein. Das ist möglich. So, mal sehen, wie wir diesmal abschneiden werden. Also ich wette mit dir, wir schaffen alle 12 Arme. Ja, natürlich. Vorausgesetzt, es sind 12. Er ist ein Brewster Nell. Er war's alle. Ja. Ja, ich bin wieder hier beim Fußballquiz und diesmal mag ich mehr als eine Frage, als null Fragen richtig. So. Welcher Verein spielt so. Hier? Wer spielt denn hier? Super, klasse. Also ich wette mit dir, ne? Waldhof Mannheim, Sonnenhof und Barmbek haben alle drei das gleiche Bild. Und jetzt darf ich erraten, wer der spielt. Ich sag aus Prinzip RWE. Komm. Sonnenhof? Oder Uhlenhorst? Uhlenhorst. Ja, ne? Ah, richtig! Oh, ich bin Feder ausgeflogen. Also, das ist so tragisch. Solche Fragen sind auch echt verarsche. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Yeah. Jetzt kommen diese ganzen langweiligen Bildschirme. Ist irgendwas Relevantes? Warte, aber zunächst mal das hier. Disziplin unverändert. Keine negativen Konsequenzen auf das Vertrauen der Spieler. Sie lagen richtig, denn wir haben denen den Aufstieg angekündigt. Und die Nicht-Abstiegsprämien werden fällig. Okay, gut. Ja, was machen wir jetzt mit diesen Schirmen hier? Kommt da was Interessantes? Ich weiß es nicht. Ich meine, zum Not blenden wir sie einfach ein und blenden dann ganz schnell wieder weg. Also, das können wir hier erstmal noch durchgehen. Ja, Aufstieg in die Finanzergebnis. Durchschnittliche Stadionauslastung war bei 39%. Anzahl Neuzugänge, blablabla, blub. Spieler. Oh, der beste Ali Muslia, der Joker schützt. Tops und Flops, bester Sturm Panky, bestes Auswärtsteam Panky, Saisonanalyse. Teamverbesserer, Reserveverbesserer, Jugendabteilung verbessert, tolle Stimmung im Kader, Glück mit Verletzungen, Fairplay, sehr gutes Finanzergebnis. Sponsoreneinnahmen verbessern, Zugänge, Topspieler haben lange Verträge, Zuschauerschnitt verbessert, keine negativen Aspekte, super duper. Das ist super, ne? Wir sind einfach geil. Das lag natürlich nur daran, dass ich aufgenommen habe auch. Genau. Ja, Jetzt geht das Simulieren los. Ach, Tatsache, da unten geht's los. Ja, okay, Leute, wir sehen uns gleich, wenn dieser Schirm hier weg ist. Wenn was Relevantes passiert, dann blenden wir es ein. BG. Jetzt wird spannend, die Auslosung. DFB-Pokal, erste Runde. Pinky, der Sieger. Muss auch nochmal ran dieses Jahr. Ja, ich glaube, wir geben uns das jetzt nicht in der Einzelheit, oder?
Warum denn nicht? Hertha BSC Berlin. Ja, sicher. Nein, natürlich nicht. So, gucken wir mal, wen wir diesmal empfangen dürfen. Es ist die TSG aus Hoffenheim. Ja, es geht gleich gut weiter, ne? Es geht gleich leicht weiter, ja, das stimmt. Ja, klar. Ich meine, wer ist Hoffenheim? Der Senior und dann läuft ja. Er doch. Das ist witzig hier. Teilnehmer am Europapokal in der nächsten Saison. Da sehen wir Hannover, Wolfsburg, Köln und Penki Dortmund. Das ist ja mal spannend. Wir dürfen ja die Bundesliga vertreten oder die dritte Liga oder was auch immer. Wir machen es einfach. Genau. Wir vertreten einfach irgendwas. Ach, ist das schön. Als ehemaligen Viertligist die Bundesliga Deutschlands ja europaweit zu vertreten. Ach. Die ganzen Teilnehmer, die zittern schon. Ja, das ist einfach, ja klar, weil die wissen, die Siegesprämie macht. Genau. Da steht da so einer so, ja, Bruce, deine Siegesprämie. Weißt du? Ach, aber nehmen auch teil am Europapokal? Nee, das war ein Türke jetzt gerade. Ach, Türke, okay. Nein. War kein Türke. Was war's denn? Ja, ein Mann von Al Jazeera TV. Achso, Kai. Ich akzeptiere das. So Kai. Wieso dauert das jetzt schon wieder so lange? Ich dachte, das wär's gewesen. Ja, war's eigentlich auch, aber das ist jetzt Saisonanfang, da kommen ja immer unendlich viele Bildschirme. Oh, jetzt geht's los. Mit diesen ganzen Mannschaften sind wir in der dritten Liga vertreten. Warte, Moment. Ja. Das haben wir damals so gemacht, das müssen wir jetzt auch so machen. Mit dem ersten FC Saarbrücken, erster FC Union Berlin, mit dem Chemnitzer FC, FC Karl Zeiss Jena, FC Hansa Rostock, FC Rot-Weiß Erfurt, FSV Frankfurt, die sind aufgestiegen letztes Jahr, Karlsruher SC, die Kickers aus Offenbach, KSV. Halt, Hessen, stopp, Trier ist aufgestiegen. Echt? Ja. Ich hätte schwören können, dass er okay. Preußen Münster, Darmstadt 98, Eintracht Trier 05, Sennhausen, TSV 1860 München 2, Stuttgart 2, Wolfsburg 2, Aalen und Bremen 2. So haben wir angefangen, so müssen wir auch weitermachen. Wir müssen unsere Linie halten. We love to electrify you. Oh my gosh. Erstmal wird hier ein Bildschirm eingeblendet. Internationaler Wettbewerb. Penki Dortmund hat sich für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Und mit der Maus im Bild, das ist mal schön. I don't care what you're saying. Sing. Schütz ist traurig über den Abschied, auch den haben wir Tatsache ziehen lassen. Tschüss. Wo spielt denn jetzt? Erzähl mich mal. Bei Vereinslos spielt er. Bitte, da ist so schön. Vielleicht kommt er irgendwann ja nochmal wieder. Jährlicher Bericht. Wir haben die Saison mit einem Gewinn von 5,5 Millionen abgeschlossen. In der letzten Saison. Steht hier nicht? Ach doch. Ach, in der letzten Saison hatten wir einen Verlust sogar von 838.000. Also wir haben uns leicht gesteigert. Aber geht, ne? Aber jetzt sind es halt nur 2,8, ne? Auf dem Konto wegen Steuernabzug und so. Pokalprämie 100.000. Finale Supercup sind wir natürlich auch. Dürfen wir auch nicht vergessen. Gegen Bayern München? Schon wieder gegen Bayern, die zittern schon. Oh, sehr wichtige Info hier. Ja, Madrid ist jetzt an der Börse. Und 12.300 Mitgliedsbeiträge. Neuer Sponsorenvertrag. Gucken wir gleich mal. Und der Sponsorenvertrag wird ergänzt, nachdem wir... Ach so, okay. Ja, der Hauptsponsor zahlt jetzt für den internationalen Wettbewerb, klar. Transfermarkt ab jetzt geöffnet. So, dann gehe ich doch glatt erstmal auf Sponsoring. Sponsoren anwerben sowieso, klar. Wobei... Aber dafür überhaupt ja, Platz, ich wollte es gerade erstmal gucken. Sie müssen... Nee, auf Stufe 5 müssten wir es ausbauen. Okay. Bandenwerbung noch 4 frei, aber keine Angebote. So, dann beginnen wir mal hier wieder von vorne. Wir brauchen neue Mitglieder auch. Mitglieder brauchen wir, ja. Nicht Mitarbeiter, sondern Mitglieder. Was sagen denn die Fans? Nichts Wichtiges. Ja gut, dann... Ja, Mitglieder benötigen wir eigentlich auch. So eine Kampagne ist eigentlich gar nicht verkehrt. Kostet auch nur 5.000. Ja, Mitarbeiter sowieso. Hatten wir davor einen zweiten Co-Trainer? Nee, ne? Also ist nur der Jugendtrainer gegangen und der Mannschaftsarzt. Genau. Ja, dann legen wir doch da mal nach auf den Positionen. Ja, mehr können wir uns eh nicht einstellen. Nee. Die passen nämlich gar nicht alle in auf das Vereinszentrum. Müssen wir es ausbauen. Genau, Jugendtrainer werde ich jetzt mal den hier nehmen.
Wie 65.000? Der war sehr teuer, der Mann. 75.000, komm. Das muss genügen. Ach, das tut weh. Mannschaftsarzt. Nehmen wir doch mal hier den Sack. Tim Bell. Kein flacher Witz. Hätte ich jetzt damit... Nee. Hätte ich jetzt erwartet. Nee. Bin ich jetzt gerade nicht so in der Stimmung? Nee, mache ich nicht. Gut. Ich mochte das nicht. So, gucken wir mal weiter bei den Verträgen, was wir diese Saison hier alles machen dürfen. Das ist einiges. Oh. Machen wir es in der Winterpause? Ja, lass mal in der Winterpause. Gut. Kalender. Kalender. Ja. So, dann geht's mal ab morgen ins Trainingslager. Wo waren wir das letzte Mal? Donau-Eschingen. Schon wieder? Nee, da waren wir letztes Jahr. Das war, wo wir letztes Jahr waren. St. Moritz. Aber da sind die individuellen Fähigkeiten ziemlich schlecht. Zell am See. Pilsen. Machen wir einen Vorschlag, welches Land? Afrika. Afrika. Super. Mhm. Aber die sind alle so nicht gut, ne? Ja. Was soll ich machen? Kapstadt. Nee. Komm. Donau-Eschingen, dann sind wir Erfolg beschert. Da gehen wir wieder hin. Ja, Donau-Eschingen. So einfach ist das. Dann machen wir den ganzen Wisch mit Tag der Jugend. Was steht noch alles? Haben wir schon wieder vergessen, was? Was ist denn da gegen Aalen? Ist das schon Liga sofort oder was? Das ist... ja. Boah. Dann erstmal Supercup. Nee. So, setzen wir hier mal ein Freundschaftsspiel an. Vielleicht einer aus der gleichen Liga oder so. Erfurt ja. Zum Beispiel. Im Golf-Solitär-Radion. Und ein Freundschaftsspiel im Trainingslager, das sollte eigentlich dann auch genügen. So sehr wollen wir uns damit auch nicht aufhalten. Haben wir noch dann noch das Freundschaftsspiel gegen München? Genau. Ach komm, jemand Leichtes. Sortier mal hier die Stärke. Die gefallen mir mit 23. Ludwigsfelde? Ludwigsfelde, verstehen Sie. So, und am Samstag machen wir die Saisoneröffnung. Weihnachtsfeier. Nee. Diesmal nicht. Nee, diesmal keine Weihnachtsfeier, haben sie sich nicht verdient. Oh, DFB-Pokal heute, genau, heute. Heute, Heute. In der Saison am 25. Ist natürlich sehr realistisch. Natürlich. Machen wir mal erste Weihnachtsfeiertag. Spieleaussprache. Charity Gala können wir uns nicht leisten. Machen wir am 24.12. vielleicht ein Freundschaftsspiel oder so? Ja, wäre nicht schlecht. Ja, oder vielleicht das Hallenturnier über Silvester und Neujahr? Ja, das wäre doch eine machen. Option, ja. So, März dann irgendwann das Fanclub-Treffen. Mal einfach hier angesetzt. Und dann im Mai der Sponsorentag. Ja, Mai. Ja, Mai. Und natürlich der übliche Wisch mit Saisonabschlussfeier und Spielerauszeichnungen. Ja, wir werden ja wieder ins DFB-Pokal kommen und wieder. Und wieder aufsteigen und natürlich den Europapokal, unklar. Genau. Machen wir was fürs Vereinsgelände oder erstmal nur für Spieler investieren? Ich würde sagen erstmal Spieler und dann mal gucken, was so übrig bleibt. Bruce hat ja auch knapp 1 Million im Privatbesitz. Er ist ja vereinsgeil. Ja, macht alles für den Verein. Ja. Wir fangen an mit dem Sturm. Wir fangen mit dem Sturm an. Du hast es entschieden? Okay, wir fangen mit dem linken Mittelfeld an. So. Wir kommen mit dem Sturm. Die sind mal am teuersten. In der Regel. Ja, okay. Machen wir mal eine Stärke so bis 65. Sortieren. Von 50, da darfst du aber lange suchen. Nee, ich sortiere es ja. Hier vom KSC. Den hier zum Beispiel. Aber dann müsste dann... Was? Ja, hat er. Ich wollte nur gucken, ob er ein Bild hat.
sonst hätten wir den nie genommen. Aber dann würde er logischerweise einen von den beiden, die vorne spielen, verdrängen, ne? Mit der Stärke. Ja, das ist ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir ja auch jetzt uns im Prinzip für zwei Aufstellungen entscheiden müssen. Mhm. Einmal für Pokalspiele und einmal für Ligaspiele. Ja. Dass wir dann quasi, ich sag mal, im Sturm kannst du ja rein theoretisch immer rotieren, dass du Pokalspiele einmal Mertens raushaust und einmal Oltorff und dann immer, wie immer, in der 60. einwechselt. Mhm. Weil wir können ja jetzt nicht wirklich den nur draußen lassen, weil dann verliert er ja auch automatisch immer an Stärke und Form und so. Das können wir ja so nicht machen. Der aussah grad sympathisch aus. Wie wär's mit dem? 20? Nee, der ist hässlich. Ja, aber er ist 20. Seine Form ist auch sehr schlecht. Huch, das wollte ich gar nicht. Wie wär's mit dem? Der ist auch hässlich, okay. Jetzt schauen wir hier nach einem, der gut genug aussieht, um in Peggy Dortmund spielen zu können. Ja. Ich würde aber ehrlich gesagt schon sagen, dass wir einen aus der oberen Kategorie nehmen. Mhm. Weil die sind ja alle schon, alle auf die wir im Moment klicken, sind recht ungut gescoutet, sag ich mal. Ja, ich möchte das jetzt drücken, genau. Verstanden? Was drücken? So. Ja. Und wenn wir jetzt einen mit 65 Stärke nehmen, ist die Chance, dass er irgendwie unter 60 ist, nicht so hoch. Ja. Wenn er nicht gescoutet ist. Aber du passt nicht in unser Team, du bist nicht schön genug. Ich kann dir sagen, als Personal, ich habe lange Erfahrung mit Model gemacht und nein. Ich sag mal nicht zu Markus Gauss, der als Stürmer 60 hat und als linker Verteidiger auch. Ja, dann entweder den hier, RB Leipzig. Mhm, zeig mal, ob er schön aussieht. Nee, der kann mir für sich. Ja. Ich nehme keine anonyme Spiele mehr auf. Diese Zeiten sind vorbei. Ja, dann bleibt hier eigentlich nur die Möglichkeit, war denn mit André Christea vom KSC. Mhm. Ist allerdings schon 29. Ja, das ist sehr alt, das ist ärgerlich, ne? Und möchte halt auch viel Geld. Mhm, ist auch ärgerlich. Was war da denn? Das waren ja auch die ersten da oben von, ja, die macht doch nicht weg. Hier ist, bäh, nee. Geh nochmal hoch. Ja. Nur ein Stück hoch, genau. Da haben wir doch hier die Menschen von Magdeburg, Köln 2, Offenheim 2, 65. Aber gut, das sehr Talent attraktiv. Das Talent ist da nicht bekannt, ist das Ärgerliche, ne? Ja. Oh, der ist... Oh, Yildirim. Serkan Yildirim. Aber der verdient dann 1,2 Millionen schon, ne? Was ist mit dem falsch gelaufen? Ja komm, wie wär's mit dem? Aber der hat doch kein Auto! Ja, nee, nimm ihn. Nehmen wir den? Ja, komm. Hast du so weh, Alter, warum liegt der Motor? Ja, komm jetzt. Nehmen wir den. Wenn er oh, aber da muss ich einiges... Ja, mach mal hier in den Klausel. Um einiges nach oben gehen? Ja, es ist ja nicht der Vertrag. Nee. Man trotzdem in den Klausel. Verspricht dem Verein keine Gehaltskürzung bei Abstieg oder so. Mhm. Puh, 190.000. Okay. Wenn ihr das dann nie. Ich versuch's mit 180.000. Oh, da war ein da. Ich hab's angenommen. Ich hake das mal in Klammern ab. Ja, oder jetzt Mittelfeld. Gehen wir mal ins Mittelfeld. Wir gehen erstmal, warte mal, nee, wir machen erstmal linke Verteidigung. So. Wieder einen von Leipzig. Aber bei dem ist ja nichts bekannt, ne? Der ist 22. Ja. Was ist denn los? Der Kuh. Nur weil du nicht so lustig guckst? Ja, genau deswegen. Wer ist denn da hier? Katas Gudel von Köln. Was hältst du der von kann dem? Kann nicht mehr sein, der war Grieche. Idiot. Ja, guck, der hat schon eine Stärke von 64 bei einer Form von 7. Gute Werte, gute Verfassung und kostet nicht viel. Gut, aber zeig mir doch mal den Griechen. Gut, er hat natürlich kein Bild, das ist klar. Der dürfte eigentlich gar nichts kosten, der Grieche. Ja. Der sieht nicht aus. Ja, in der Tat.
Nee, das schaut als mir, da hab ich Angst. Wie ist mit dem hier? Der ist doch hübsch. Wir können doch nicht immer nach der Geschichte gehen. Wir nehmen den ohne Bild, der macht mir keine Angst. Okay, der macht mir keine Angst. Nice, Mann. Feste Ablöse bezahlen, 500.000, spinnen die. Warte mal. Ich versuche das mal ganz anders. Ich versuche das mal hier, das zu umgehen. Wie wär's mit 130.000, Kinder? Oder warte. Ja, klar, das werden die wohl annehmen, oder machen wir 135.000. Ja, wurde akzeptiert. Again. So, dann machen wir auch einen Haken in Klammern hinter Innenverteidigung. Wolltest du ja gerne einen Ersatz für Patrick Strobel haben. Für Kretschmer, genau. Nee, aber mal ganz ehrlich, ne? Markus Hoffmann. Ja, was ganz ehrlich. Markus Hoffmann. Nicht so süß. Der ist recht billig, ne? Ja. 65. Ja, aber was jetzt ganz wieder ehrlich? Wieder von Leipzig. Geh mal kurz auf Teammanagement. Aber das ist mit Team Sebastian. Warte mal. Ja. Natürlich müssen wir jetzt überlegen wegen des internationalen Pokals, ne? Ja. Aber wir haben für die Verteidigung. Wievering wollten wir gehen lassen, glaube ich, ne? Yep. Also das heißt, entweder verkaufen wir den oder Vertrag auflösen. So, dann, warte, Wievering. Kie darf auch gehen. Kie. Brill. Aber bei der ist 34, der wird wahrscheinlich eh nicht mehr irgendwo angenommen werden. Also wir haben jetzt, fürs Tor ist ja kein Problem mit Kübler, der jetzt im Moment sehr schlecht ist. Den würde ich sogar gerne ausleihen. Dito. Ob wir das hinkriegen. Ja. Dann Mainka ist ja immer noch da. Ja. Auch wenn er natürlich noch lange ausfällt, aber er bleibt ja. So, für die Innenverteidigung haben wir dann, falls einer ausfällt, ja, wir müssen auf jeden Fall entweder Strobel oder Cacciano behalten, dann eher Strobel, weil er jünger ist. Ja. Weil du brauchst ja wenigstens schon einen, falls wirklich einer verletzt ist, weil sonst hast du ja gar keinen auf der Bank sitzen. Genau. Dann linke Verteidigung würde dann Kaminski hingehen, ist ja kein Problem als Ersatz. Ja. So, dann defensives Mittelfeld hab ich hier stehen. Mhm. Holen wir uns was Neues. Mhm. Fürs rechte Mittelfeld, also als Ersatz für Mainka, also rechts oder links. Mhm. Nee, wir wollten uns ja beides sogar holen, weil wir haben ja keinen Ersatz dafür. Mhm. Was wir vielleicht machen könnten, wäre einen Tremmel ziehen lassen. Was? Was wir machen könnten, wäre Tremmel ziehen lassen. Richtig. Und eine Alternative dafür holen. Ja. Und Bönig, so wenn es klappt, könnten wir Bönig auch ziehen lassen. Ja, wir müssen natürlich auch noch genug Leute haben, dass wir wirklich wechseln können, ne? Ja, schon klar. Gut, dann machen wir weiter. Dann mach ich mal OM. OM. Mach weiter. Come on. Come on. Come on. So, Innenverteidigung. Ja, wir hatten jetzt Hoffmann, Tim Sebastian oder natürlich Asani, Lukimia, Mulunopopoti. Den möchte ich. Nein, Bruce Nell nimmt keinen Neger in seine Mannschaft auf. Nee, komm, wir nehmen den Jungen aus Leipzig. Also, der oder Emanuel Höhl. Nee, das ist blöd. Der das ist blöd. Also Markus Hoffmann. Ja, den Marco Hoffmann. Okay, Marco Hoffmann. 90.000 für Marco Hoffmann. Oh, die möchten sich's noch überlegen. Mhm. Das war jetzt Innenverteidigung, ne? Genau. Jetzt springen wir ins Mittelfeld. Erstmal ins defensive Mittelfeld. Mhm. Akzeptiere ich. Alexander Eberlein. Ja, der sieht wenigstens wie ein Mensch aus. Ja, der wirkt sympathisch. Den nehmen wir. Also, wenn ich jetzt... Und in Verteidigung könnte er auch spielen mit seinen 60. Ja. Das ist auch gar nicht so schlecht. Den nehmen wir. Ja, der wirkt sympathisch. Doch, den können wir nehmen. Glückwunsch, Alexander Eberlein. Penke Dortmund möchte dich. Deine Bewerbung ist wirklich sympathisch. Du siehst very sympathisch aus. Das wurde angenommen, kannst abhaken. Mhm, hab ich schon. Linkes Mittelfeld. Oh, da wird's ein bisschen kompliziert. Kompliziert. Na, den weiß er nichts von. Richtig. Aber. Lorenzo, was weißt du?
Der von Rostock. Ich bin Freundin. Ich bin Tobias Jennecke. Naja. Nehmen oder? Nee, wer war darüber? Der hier. Ich bin doch ganz verschlafen. Ja, aber der ist 28. Wie alt war der andere? 24. Ich bin doch ganz verschlafen. Ganz verschlafen. Ganz verschlafen. Ja gut, du hast natürlich 62 nach 6 gescoutet. Das könnte so ein Fehleinkauf werden. Richtig. Der ist halt auf 10 gescoutet, ne? Der verschlafen. Kannst lieber, nicht den Fall bei beste Position wegmachen? Ja, ich kann natürlich auch erstmal rechtes Mittelfeld gucken und dann eventuell wie Samide, dass er dann auch auf die gegenüberliegende Position ausweichen kann. Gut, dann schauen wir mal rechtes Mittelfeld. Zur Not können wir uns ja auch zwei rechte Mittelfelder holen, so. Ne, muss er nicht, ne? Nee, das mache ich nicht mit. Nee, okay. Es tut mir jetzt leid. Da sieht er schon besser aus. Der Franzose hier. Götterkrebs! Siehst du, der ist nämlich mit linkes Mittelfeld auch mit 64 dran. Ja. Ist allerdings schon 27. Mhm. Ja, finden wir noch was Jüngeres? Ja, der hier mit 34 zum Beispiel. Ja, der wäre echt jünger. Den schauen wir uns mal kurz an. Ja, Jan Schimak. Die Jungs hier. Jim Patrick. Okay, ich heiße nicht Patrick, so hässlich wie der ist. Ist eine Schande für die. Außerdem ist er wieder auf 5 gescoutet und steckt. Ja. Dann nehmen wir ruhig den mit 28 oder wie, der war, wie auch immer der war, oder 27. 27, ja. Mit Krebs und der kann auch auf links spielen. Und er kann wegen einer Aufstiegslause nur für 35.000, ja. So, dann schauen wir nach. War darunter noch einer? Naja, das waren die alten Säcke. Ah, das möchte ich ja auch nicht. Oh, der hier. Ja, und wieder, oh, der ist auf 4, auf 8 ach, guck mal, ich wurde die ganze Zeit falsch wieder gescoutet, das, ich bin sehr gut, ne? Wieso, wo guckst du nur hin? Ach, bei den Talentsternen, ja? Ja! Super, Ne, da guckst du, ne? Ja. Ja, hab ich natürlich scheiße gelabert jetzt. Wie immer. Oh, die Nase. Ich sehe Parallelen, aber lassen wir die Insider. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Mittelfeldspieler jetzt. Ja, nur hier siehst du ja auf dem rechten Mittelfeld, gibt's nicht mehr so vieles da. Dann geh erstmal ins Offensive dann. Ins Offensive? Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen einen Ersatz für Tremmel. Hier ist erstmal wenig verfügbar. Oh, wie wär's, wenn wir uns Ali Mosley holen? Ja, den nur bei uns. Ja. Cool. Hier, Zafer Yelim. Ist auf 10 gescoutet? Na, der hat 58, nur ist auch nicht gut im Mittelfeld. Oder hier, Mohamed Latte. Nee, ne? Nee. Warte mal, der 21-Jährige hier vom SV Sandhausen. Nicht gut gescoutet und kein Bild. Ja, kein Bild, das geht nicht. Schlechte Bewerbungsmappe. Ja. Ja, dann lassen wir den Tremmel erstmal. Aber wie gesagt, der ist sehr alt. Wir müssen eh auf kurz oder lang was Neues für ihn finden. Ja. Yep. Ob wir das jetzt machen oder in der Winterpause, ist die Frage. Na gut, erstmal kann noch Mainka ausweichen für das halbe Jahr, würde ich sagen. Auf die offensive Mittelfeldposition. Ja, wenn er dann irgendwann nochmal, ne? Ja, klar. Warte, ich möchte nochmal kurz im linken Mittelfeld gucken. Ja, zur Not kannst du ja eigentlich auf linke, machst du mal nur beste Positionen weg, dass wir vielleicht auch Verteidiger angezeigt kriegen, die links spielen können. Okay. Nicht verfügbar, nicht mehr. So, da haben wir schon den ersten. Hängende Spitze. Hätte bei linken Mittelfeld eine Stärke von 63. Und ist aber schon 27. Mhm. Aber er ist immer noch 10 gescoutet. Ja, ich hab das richtig gesagt. Von Bochum hat Rutzowski. Hä? Schon vorbei. Aber ist da alles nicht verfügbar? Weiß ich nicht, aber ich meine ja, das ist der von Bochum. Oder? Nee. Verguckt! Du bist dumm! Was ist mit hier,
Ach, was mit Krebs? Genau, den kaufen wir nochmal. Was ist mit dem vom Chemnitzer FC, den Türken? Ja, aber schlechter Wert. Aber er schaut halt einigermaßen gut aus. Ja, und der hat nur eine Form von 6, ne? Hm. Was hatte der denn nochmal? Ich habe es nicht drauf geachtet, was er im linken Mittelfeld hatte. 56. Ja, ist natürlich sehr schlecht, das kann man natürlich nicht machen. Aber der danach war doch gar nicht so schlecht. Der Schlosser? Der aussieht wie Timo Hildebrand? Der war von Saarbrücken, glaube ich. Den hatten wir noch gar nicht. Ich hab ihn ja schon wieder gesehen, aber ich hab... Du hast Halluzination, glaube ich. Der ist auch wieder alle so schlecht. Oh, der ist da wieder. Hast du Angst? Also, ja. Nee, ich glaube, hier werden wir erstmal nicht fündig. Pass auf. Aber den doch. Er mit 61 gehabt, der Mann. Er uns ja auch. Pass auf, wir warten erstmal, bis die ganzen kommen, die wir jetzt angeheuert haben. Und dann schauen wir, ob wir noch was tun. Ja, und was wir halt erstmal loslassen können. Genau. Gut, dann starte doch mal. Nein, denn... Aber wie erst loslassen, wenn wir wirklich die Menschen haben? Fitnessexperte. Ja, natürlich, das habe ich auch gerade gesagt. Natürlich sehr gut. Es geht los mit Alexander Eberlein. Stammplatzgarantie? Ja, der ist defensiv, ne? Oder holen wir den fürs... Ne, wir holen den fürs defensive Mittelfeld. Ja. Ich mach gerne... Gerne genommen. Ich mach ungerne solche hohen Versprechen. Ich versuch's nach unten. Beziehungsweise ihm nicht so viel zu versprechen erstmal. Ja, komm. Dafür hier noch bei den Klauseln etwas an, ja, Option. Nein, Ligaspielbonus gibt's hier nicht. Akzeptiere es. Auflaufprämien gibt's auch nicht in der Höhe von 400. Wo sind wir denn hier? 90 ist gut. Geben wir mal 4 Jährchen. Wie? Gehalt von über 200.000. Das gibt's hier nicht. Wir sind bei Pinky Dormant. Ja, komm, 185.000. Ja, das zu akzeptieren. Eben. Krebs. Wie? Stammplatzgarantie. Huch. Es gibt hier keinen Ligaspielbonus. Dass sie das auch nicht verstehen, ja, ne? Mann, wo sind wir denn hier? Hab ich gerade schon mal gesehen. Komm, machen wir hier 185.000. Nein, nicht Stammplatzgarantie, huch. Egal. Suspect. Der darf jetzt spielen. Alles klar, wir müssen uns merken. Okay, ist nur spielen. Oh, der wird auch von anderen Vereinen umworben, der Pascal Pilowski. Da müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Aber der hat schon eine Stammplatzgarantie, oder? Der ist linkes Mittelfeld, ja klar. Linke Verteidigung. Richtig, linke Verteidigung, ja. Hab ich doch gesagt. Junge. Es gibt keine Liga hier, Bonus. Mann. Noch keine 180.000 als Gehalt. 140.000 schon eher. So. Der wird sich dann bei uns melden. Der Stürmer hier. Du wirst... Er hat eben keine Stammplatzgarantie, weil... Ja. Wir auch Mainka Mertin jetzt haben. Und Oldorf ist eh gesetzt. Ja, natürlich. Gut, jetzt müssen wir dem wahrscheinlich ein bisschen mehr Kohle in den Arsch stecken. Wenn wir das verpflichten wollen. Meinen Sie? Ja. Erstmal versuchen, oder? Jawohl, klar. Wenn nicht, wird er sich ja nochmal bei uns melden. Gut, das war's erstmal. Trainingslager einstellen. Jo. Immer der gleiche Wisch, ne? Ja, kennen wir ja schon. So ganz spontan irgendwo verteilt, blabliblub. So tun, als wüsste man, wo man die gerade hingepackt hat. Genau. So, Versprechen. Wir werden aufsteigen, genau. Versprechen wir das. Ja, komm. Wir werden auf jeden Fall nicht absteigen. Nee, komm. Übertreib's nicht. Wir werden nicht absteigen. Oh, jetzt darf ich hier gar nichts mehr machen. Okay. Da wollte ich den Haken setzen, weil wir werden nicht absteigen, aber da dachte ich, das Spiel... Nein. Nein, das darf ich nicht.
Ja gut. Aber er wird dem Verein treu bleiben, ganz egal was passiert. Das, ja. Oh, jetzt darf ich wieder hier einen Haken setzen. Nur wenn ich verspreche, dass ich dem Verein treu bleibe, nur dann darf ich den Haken da setzen. Und ich meine nur rein theoretisch. Ja. Selbst wenn wir dem Verein nicht treu bleiben, dann ist es uns ja egal, ob die ihre Moral sinkt. Oh dann ja, weg. Richtig. So. Was ist los? Ich muss jetzt auf die Spieler kommen. Ach, Sau. Das habt ihr jetzt alle nicht gehört da draußen. Genau, ihr Sportsfreunde draußen. So, jetzt werden wir hier von Zeitungsartikeln bombardiert. Auf der Titelseite vom Kicker. Pinky Dortmund verpflichtet. Felix Magath steckt dahinter, Fragezeichen. Genau. Magaths Kaufsucht auch bei Pinky Dortmund. Hat Bruce Dunnell Minderwertigkeitskomplexe? Und muss jetzt deswegen kaufen? So, mal sehen. Die Angebote wurden angenommen, das wissen wir ja alles. Siegen hat Interesse an Timo Pilz. Oh mein Gott, bitte nicht. Vielleicht hat der gerade. Nee. Lass das. Tu dir selbst einen Gefallen und lass das. Oh, mit dem muss ich nochmal verhandeln. Ach nee, Quatsch. Die haben jetzt akzeptiert, die Leipziger. Ja. Naja, Stammplatzgarantie gibt's in der Innenverteidigung bestimmt nicht. Vielleicht kann er ja unseren Rasenschneider ersetzen. Ja. Da gibt's eh keine Garantie, vor allem nicht angesichts der Tatsache, dass Strobel gepusht wird in dem Jahr. Oh Gott. Gott, bitte nicht. Push Strobel, ja, ich hasse Strobel. Hey! Er darf gehen. Schieß los. Gibt es eigentlich künftig mehr eigene Talente bei den Profis, Herr Daniel? Ja, das ist das Ziel. Wir müssen versuchen, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein Talent hoch zu bekommen. Und das mag ich ja auch immer. Immer habe ich aus der Jugendmannschaft jemanden hochgehauen. So wie jetzt zum Beispiel Marcus Hoffmann, er kommt aus unserer eigenen Jugend. Er ist 25, er war so lange noch in der A-Jugend. Er war noch nicht so weit, aber jetzt ist er so weit. Ne, der war schon bei den alten Herren. Wie habe ich den jetzt rausgeholt? In die I-Lady. So, Daniel Frahn ist angekommen, unser Stürmer. Nummer 11 kann ich akzeptieren. Ja, für den Stürmer ist das okay. Website. Plowski schon unter Vertrag, Nummer 3 passt auch. Als Verteidiger ist das okay. Website. Eberlein. 15, das ist nicht okay. Nee, also als DM nicht. Nee. Was du? So, also du kommst jetzt einfach so die 30, du Honk. Die ist gut. Ja. So, standesgemäße Vorstellung. Die sind happy. So, dann stell mal kurz auf. Stell die ruhig schon mal auf. Also, was jetzt fest aufgestellt wird. Simulier erstmal bis zum Sonntag. Okay, sorry, dass ich das gesagt habe. Habi? Das ist wieder ein sehr langer Part hier. Oh ja. Schieß los. Den cutten wir einfach und servieren ihn euch in 5 Minuten Häppchen pro Tag. Da freut ihr euch. Ja, super. Sehen Sie sich eher als kommunikativer Trainer oder als Art harter Hund? Und ich kann lesen, das ist nur auf dem Bildschirm ja echt klein und abgehakt. Genau. Ja, nicht, was jetzt heißt hier. Also, ich mag ja harte Sacken, vor allem René's, aber ich versuche eher mit den Spielen zu reden, um sie stark zu machen. Oh, ich gleich nochmal die gleiche Frage. Jossi da drüben, Sie haben auch eine Frage, ja bitte. Ja. So, ich bin jetzt vorbei. Ja, ich habe eine ganz andere Frage als mein Profi. Sehen Sie sich denn eher als kommunikativer Trainer oder als... Oh, das ist eine interessante Frage. Also ich mag ja harte Sachen, vor allem René's, aber ich versuche immer mit den Spielern zu reden, um sie stark zu machen. Nochmal, oh.
Oh, schade. Ja. Geile Szenen hier mal wieder beim FM. Kompliment an die Entwickler. Oder wie du sagen würdest, an die Erfinder. Boah. Boah. So, Krebs ist jetzt auch unter Vertrag. Mhm, vielleicht krebs der ein wenig rum. Verstehen Sie? Nee. Das war ein Fuß. Nee. Immer diese Parodie. Das gehört gar nicht in so ein Let's Play. Genau. Genau! Wieso? Andauernd. Wieso mache ich das andauernd? Ja, ich weiß es auch nicht. Diese doofen Parodien, ich kann das nicht mehr sehen. Nee. Sehen kann ich das nicht mehr. Ja, okay. Das hören? Okay. Heute ist vollkommen gut. Alles klar, gut. So, möchte jetzt nicht weiter simulieren. Ah, doch. Neuer Mitarbeiter. Michael Stingel. Und Tim Bell. Möchte nicht zu ihrem Mitarbeiterstab kommen, der Mannschaftsarzt. Wie? Wie denn den? Partner oder Arbeit? Oder Arbeit. Lies mal vor. Sie steht vor der Wahl, mit ihrem Partner essen zu gehen oder ein Freundschaftsspiel eines ihrer Jugend... Teams zu verfolgen. Wir haben nämlich mehrere. Genau. Wofür entscheiden Sie sich? Ja, für den Partner, ist klar, ist René. René, wir können gemeinsam zum Jugendteam gehen und du stellst dann einen Tisch hin und dann essen wir, ja, vor dem Jugendteam. Also so wäre das eigentlich das Geschickteste, oder nicht? Eigentlich ja. Aber René möchte nicht vom Jugendteam essen, dazu ist er zu schüchtern. Dass aber noch mehr Messages gab. Bullshit. Ja, sorry, dass ich das behauptet habe. Ja. Diese Unterstellung. Wie das jetzt auch mal fertig simuliert, dein PC braucht so lange zum Simulieren. Ja, echt. No. So, wir können jetzt mal die Honks aufstellen. Na endlich. So. Also wer auf jeden Fall gesetzt ist. Pelowski. Eberlein. Marco Hoffmann ist noch nicht da. Nee, aber wir könnten. Genau, wollte schon sagen, das ist auch, ne? Was ich aber gerade sehe, genau, dass Märtin jetzt. Dass wir ihn jetzt einfach erstmal nur auf die Bank schmeißen. Mhm. Wir haben also, jetzt eine Stärke von 699 hier und sind damit sechsstärkste Mannschaft. Mhm. Gut, das liegt natürlich auch daran, dass so Leute wie Briel, glaube ich, unterhalten, oder? Oder ist das nur von der Nee, das ist die bestmöglichste Aufstellung, die da gezählt wird. Erster ist Union Berlin, aber klar, die kommen von der zweiten Liga. Ja gut, aber mit 690 auf Platz 6 können wir eigentlich recht gut leben. Ja, und außerdem ist es ein Unterschied von 20 Punkten, ja, bitte? Was ich jetzt gerade sehe, da wir jetzt schon die ersten haben, könnten wir ja jetzt damit anfangen, Leute wie Kiey oder Briel anzubieten. Ja, aber ich mache hier nur mal die Bank auch noch schnell. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, natürlich. Aber sortier das auch bitte nach Verteidigung, Mittelfeld, Sturm. Oh, boah, nee, also ich hasse dich. Ja, soll ich machen. Aber was soll ich machen? Kretsch mal für Strobel, ne? Kretsch mal soll ja auch weg. Achso. Dass so, sowas das aus deinem Mund kommt. Ja, Mainka eigentlich für Kratschum? Schon, ne? Für Tremmel erstmal. Wie lange fällt der noch aus jetzt eigentlich, der Mann? 4 Wochen. Ja, das geht ja sogar. Gut. Eliminiert werden. Tremmel. Bönig nach Möglichkeit. Also, ich hab hier stehen, Wiewering. Genau. Kiey, Briel. Bönig und Tremmel, genau. Und wir wollten Kübler dann ausleihen, wenn möglich. Machen wir doch das mal als erstes hier. Das haben wir aber, glaube ich, das habe ich schon mal in der Winterpause versucht, das auch nicht so gut funktioniert. Warte mal, Stefan Kübler. Spiele anbieten. Jetzt leider darf ich anscheinend nicht. Nee, du musst Transferstatus auf Laie setzen und dann darfst du ihn verleihen. Mhm.
Gut, kümmern wir uns erstmal um die anderen. Tremmel zum Beispiel. Dann würde ich ihn, ganz ehrlich, wir brauchen ja eigentlich keinen Torwart in der Mannschaft so weit, ne? Dann schick ihn einfach zurück in die Weite und setz ihn da ein. Weil das hier ist ja eigentlich sein Todesurteil, wenn er hier auf der Bank versauert. New Seraph, for immer. So, okay, mal anbieten, er ist 19, ich meine, da könnten wenigstens vielleicht ein, zwei Vereine interessiert sein. So, nun schicken wir ihn auch erstmal in die Reserve. Wobei, wir müssen auch auf das Gehalt ein bisschen achten. Mhm. Regionalliga will ihn keiner. Dritte Liga, wie wär's hier mit Frankfurt? Spieler anbieten. Komm. Nicht interessiert. Erfurt? Mhm, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los, ja. Aber ein bisschen billiger. Hessen-Kassel vielleicht? Mhm. Mhm, ja. Sieht schon so gut aus. Chemnitzer FC? Mhm. Jena? Ich bin übel gezwungen, wieder ein paar Verträge aufzulösen. So, dann mach ich mal 3500 und den Spielagenten. Tremmel. Versuchen wir den nicht auch schon seit 20.000 Jahren loszuwerden? Mhm, weiß ich gar nicht. Vielleicht am Bremen? Zum Beispiel. RWE. Auch für Erfurt. Wir haben nur Leute, die 5000 wert sind. Alle unsere Startspieler sind 5000 wert. Auch 3,5. Auch der Agent. Dann, Bönig. Oder Briel, ja, halt ich. Ja. Wohl gleich. Weil ich nicht glaube, dass wir den loskriegen. Glaube ich auch nicht. 700. Wie wär's mit. Cooler. 300. Oh, zu teuer, habe ich gehört. Mhm. Der hat damals echt gut gespielt. Weiß noch damals, als Briel noch gespielt hat. Hessenliga. Schleswig-Holstein-Liga. Verbandsliga. Hm. Bönig. Spielagent? Naja, komm, der hört eh wahrscheinlich auch nach der Saison. Ja, wir müssen für ihn bezahlen, dass er nicht spielt. Das geht so nicht. Na, aber. Außen. 14.000, viele Lieder. 5.000? Komm, 5.000. Oh, Leute, nehmt den doch. Richtig gut. Und 24 Leute kommt. Das ist immer so eine Tortur, das hier zu machen. Ja, dann bin also Spielagent. Yep. Weg da. Wieverink. Wir sind auch nicht losgekriegt. Wo die alle so jung sind. Hier Darmstadt. Nehmt ihn doch! Aber die möchte das nicht, Pet. Akzeptiere das. Das sind Pussys. Hier. Alles Pussys. Okay. Ja. Cut hier? Ja, ich würde sagen, das war erstmal, oder? Denke ich auch. Wir bedanken uns für das Zusehen des sehr langen Parts. Ja, und sind uns im nächsten Teil der Vorbereitung. Genau. Dankeschön fürs Zusehen, habe ich schon gesagt. Und tschüss. Tschüss.